Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall habe ich ja schon so lange keine Storytimes mehr gemacht, deswegen dachte ich, muss ich das unbedingt mal wieder nachholen, weil ich weiß, dass euch das sehr vielen gefallen hatte. Und falls ihr auch einer habt, dann bitte schreibt mir welche auf Instagram, weil dann kann ich sowas öfters machen. Ansonsten würde ich eigentlich auch direkt damit anfangen, damit ich nicht so lange hier herumlabere. Ich werde das Ganze natürlich wieder in der Ich-Perspektive erzählen, deswegen seid gleich nicht verwirrt. Achso, kurz als Disclaimer, die ganzen Namen sind hier natürlich erfunden, auch die Alter oder auch die Orte, von wo die Leute kommen, damit ihr halt anonym bleibt und die Zuschauer sich nicht angesprochen fühlen müssen. Hey, mein Name ist Selina, ich bin 19 Jahre alt und ich würde euch gerne die süße Geschichte erzählen, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Damals war ich tatsächlich noch 16 Jahre alt und ich wollte mit meiner Familie zusammen in den Urlaub fliegen. Es waren gerade Sommerferien und wir hatten uns dazu entschlossen gehabt, nach Spanien zu fliegen. Meine Mutter hatte nur einen Flug gebucht gehabt, der sehr, sehr früh ist, damit wir weniger Geld zahlen müssen. Nur leider ist es passiert, dass die ganze Familie verschlafen hat. Das heißt, wir haben einfach den Flug verpasst. Als wir aufgewacht sind, dachten wir, wir würden es trotzdem noch schaffen, haben uns richtig beeilt, aber es war leider schon zu spät. Unser Flug war weg, deswegen mussten wir den nächsten nehmen, welcher zum Glück nur 2 bis 3 Stunden später war. Und ich sage euch Leute, in dem Moment war ich zwar richtig sauer und gestresst, aber im Endeffekt bin ich einfach so dankbar, weil das Schicksal das einfach so wollte, weil sonst hätte ich meinen Freund niemals kennengelernt. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Sebastian. Meine Mutter und ich waren einfach so gehetzt, wir sind durch die Passkontrolle, dann sind wir auch durch die normale Kontrolle und haben natürlich auch unser Gepäck abgegeben. Und dann waren wir an unserem zweiten Gate. Was uns aber noch richtig mehr gestresst hat, ist einfach, dass es einen Gatewechsel gab. Das heißt, wir mussten nochmal in der letzten Minute weggehen und wir hatten leider auch keinen Platz nebeneinander. Das heißt, ich saß relativ weit vorne im Flugzeug und meine Eltern relativ weit hinten, aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Der Flug ging insgesamt 3,5 Stunden und ich saß dann tatsächlich neben einem Jungen, welcher 17 Jahre alt war und das ist tatsächlich auch heute mein Freund Sebastian. Unsere erste Begegnung war tatsächlich richtig peinlich, weil ich wollte meinen Koffer nach oben tun in diese Gepäckablage und bin dabei einfach voll auf ihn gefallen, weil hinten mich ein Mann gerannt hat. Das war richtig lustig, ich habe mich natürlich entschuldigt und so, er fand es sehr lustig und da haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal kennengelernt. Ich habe mich dann schließlich neben ihn gesetzt. Er hat versucht, ein bisschen mit mir zu reden, aber ich hatte um echt sehr nicht so viel Lust. Ich wollte vor allem schlafen, deswegen bin ich dann auch direkt nach Start eingeschlafen. Und das Allerpeinlichste, Leute, einfach, ich bin dann irgendwann aufgewacht und ich lag einfach auf dem Schoß von diesem Jungen. Ich weiß nicht warum, ich dachte irgendwie im Schlaf, das wäre mein Vater oder so und habe mich einfach auf seine Knie gelegt, also mit meinem Kopf. Sebastian hat einfach die ganze Zeit nichts dazu gesagt. Ich bin dann sofort aufgeschreckt, habe mich entschuldigt, er hat wieder nur gelacht. Ja, zu dem Zeitpunkt war mir das Ganze richtig unangenehm. Als wäre das nicht schlimm genug, wir haben dann alle irgendwann Orangensaft bekommen, den habe ich natürlich auch noch auf ihn verschüttet und dann konnten wir irgendwann aussteigen und ich war einfach so froh, weil ich dachte, ich muss diesen Typen nie wieder sehen, weil mir war das Ganze einfach richtig peinlich. Ich glaube, als ich da eingeschlafen bin, hatte ich sogar richtig viel Sabber am Mund und habe geschnarcht. Ich hoffe einfach mal nicht, aber ich glaube schon. Vorne am Flugzeug habe ich dann wieder meine Eltern getroffen und ich bin dann mit denen das Gepäck abholen gegangen. Und ich habe sogar meiner Mutter noch erzählt, dass ich so einen ganz komischen Typen kennengelernt habe und dass mir alles so unangenehm war. Meine Mutter meinte daraufhin nur, ja, mach dir nicht so viele Gedanken, du siehst ihn ja eh nie wieder. Und dann dachte ich mir auch so, stimmt, wofür mache ich mir so viele Gedanken? Was ich ja nicht wissen konnte, ist, dass sich herausgestellt hat, dass wir auch noch im selben Hotel waren. Leute, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Mit meiner Mutter und mit meinem Vater sind wir dann zusammen mit dem Auto, also wir hatten eins gemietet gehabt, zu dieser Anlage gefahren und zuerst sind wir eingecheckt und so, es war alles super. Meine Mutter und ich wollten dann sofort an den Pool gehen und wen treffe ich da an? Natürlich Sebastian. Ich bin dann einfach wie angewurzelt stehen geblieben und als meine Mutter gefragt hat, was zum Teufel jetzt los ist, habe ich ihr halt erklärt, dass das der Junge ist, den ich davor im Flugzeug getroffen habe. Und meine Mutter hat sich auch einfach so totgelacht, weil sie sich dachte, was für Zufall. Den ganzen Tag am Pool habe ich einfach versucht, ihn zu ignorieren, aber er hat immer wieder zu mir geschaut und versucht, mich anzulächeln. Ich habe aber immer direkt wieder weggeschaut, weil ich gar kein Interesse hatte oder so. Mir war das Ganze einfach so unangenehm. Ich wollte gar keinen Kontakt mit dem haben. Am Abend hat sich dann meine Familie sehr gut mit einer anderen Familie verstanden, beziehungsweise wollte ich dann zusammen essen gehen. Und wisst ihr, was sich dann herausgestellt hat? Und wessen Eltern waren das wohl? Natürlich von Sebastian. Beim Abendessen habe ich ihn dann zum allerersten Mal richtig kennengelernt und ich habe einfach bemerkt, dass wir richtig viele Gemeinsamkeiten haben und wir haben einfach so viel zusammen gelacht. Irgendwann war es mir auch gar nicht mehr unangenehm, was mir passiert ist, weil wir zusammen darüber lachen konnten. Im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass Sebastian wohl vom ersten Moment, wo ich mich im Flugzeug neben ihn gesetzt habe, Interesse hatte. Er aber dachte, wir würden uns eh nie wiedersehen. Und als er mich dann im Flugzeug bzw. im Hotel gesehen hat, dachte er, das muss Schicksal sein. Er hatte sich aber nicht getraut, mich anzusprechen, deswegen hat er einfach seine Eltern gefragt, ob die sich gut mit meinen Eltern anfreunden können und seine Eltern haben das dann gemacht und deswegen sind wir heute zusammengekommen.
Natürlich ist dazwischen noch ganz viel anderes passiert. Wir haben wirklich jeden Tag zusammen im Urlaub verbracht und auch danach haben wir richtig viel miteinander geschrieben. Wir haben zwar relativ weit auseinander gewohnt, also ich in Frankfurt und er in München, aber trotzdem haben wir es irgendwie richtig gut hinbekommen. Natürlich haben wir uns ein paar Mal gestritten und es gab ein paar Schwierigkeiten, aber trotzdem waren wir so krass ineinander verliebt, dass wir niemals daran gedacht hätten, irgendwas in Frage zu stellen oder das Ganze zu beenden. Es war nicht immer leicht, aber wir haben hart um uns gekämpft und es hat sich ausgezahlt. Bei meinem Abi bin ich dann zu ihm gezogen nach 3 Jahren und jetzt leben wir glücklich zusammen. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Vivian, ich bin 17 Jahre alt und ich würde euch gerne eine richtig peinliche Geschichte von mir erzählen. Das Ganze ist mir vor 2 Jahren passiert, als ich auf der Klassenfahrt war mit meiner Klasse zusammen und ihr müsst wissen, dass ich einen richtig fetten Crush auf einen Typen aus unserer Klasse hatte. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Finn. Ich hatte nie besonders viel Kontakt zu Finn. Ich habe zwar immer wieder versucht, mit ihm Partnerarbeiten zu machen oder mit ihm zusammen in der Pause zu sprechen, aber an sich habe ich mich nicht wirklich getraut, deswegen wurde daraus nie was. Einmal habe ich ihm sogar einen Liebesbrief geschrieben, aber ich habe absichtlich nicht meinen Namen dazu geschrieben. Das heißt, er hat zwar meinen Liebesbrief bekommen, er weiß auch, dass dieses Mädchen total krasse Gefühle für ihn hat, aber er weiß halt nicht, von wem das war. Auf der Klassenfahrt habe ich es dann aber irgendwie hinbekommen, im Bus neben ihm zu sitzen. Und zwar wollten wir alle zusammen nach Berlin fahren, wir waren von Düsseldorf. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Meine Freundin saß auch neben mir und neben ihm saß sein bester Freund und wir haben uns so viel unterhalten während dieser ganzen Fahrt. Wir sind über die Nacht gefahren, damit wir schlafen konnten, aber keiner von uns hat geschlafen und wir haben die ganze Zeit nur gelacht und die anderen genervt. Während dieser Fahrt habe ich einfach immer mehr gemerkt, wie sehr ich ihn eigentlich mag, weil ihr müsst wissen, davor hatte ich zwar einen Crush auf ihn, aber ich hatte ja nie wirklich was mit ihm zu tun, weil ich nicht mit ihm befreundet war. Nach dieser Busfahrt war ich noch viel mehr in ihn verliebt und das Gute war, dass wir jetzt endlich befreundet waren. Am ersten Tag der Klassenfahrt haben wir so ein Sightseeing-Tour gemacht und dort auch haben wir die ganze Zeit miteinander geredet, also wir waren mittlerweile richtig gut befreundet. Zum Mittag meinte der Lehrer, wir sollen alle selbst entscheiden, wo wir essen gehen wollen und wir treffen uns dann einfach in 2 Stunden wieder am Hauptplatz. Deswegen wollten wir eigentlich zu viert irgendwas essen gehen, aber meine beste Freundin und sein bester Freund wollten was ganz anderes essen als wir. Die wollten sich eine Nudelbox holen, aber wir wollten uns eine Pizza holen, deswegen sind wir getrennt essen gegangen und ich war alleine mit meinem Crush unterwegs. Als wir dann die Straße entlang gelaufen sind, hat er plötzlich meine Hand genommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich hatte so krass Schmetterlinge im Bauch und wir haben uns dann auch zusammen eine Pizza geteilt. Als wir dann eine Pizza aufgegessen haben, meinte er plötzlich zu mir, er müsse mir was erzählen und wir sind dann in so eine Ecke gegangen und er meinte dann einfach zu mir, dass er Gefühle für mich habe. Ich habe mich so gefreut. Wir konnten so offen miteinander reden und ich habe ihm dann auch zugegeben, dass ich damals den Liebesbrief ihm geschrieben hatte und er fand das so süß. Wir sind dann auch direkt an dem Tag zusammengekommen, also es war unser erster Tag als Pärchen, aber wir wollten noch niemandem davon erzählen, weil es noch frisch war. Ich konnte es aber nicht von meiner besten Freundin geheim halten, deswegen habe ich es ihr schon erzählt. Ich hoffe, er ist mir nicht böse deswegen. Die ganze Woche haben wir miteinander verbracht und haben versucht, allen zu verheimlichen, dass wir jetzt ein Paar sind. Das hat, um ehrlich zu sein, nicht immer so gut geklappt, aber trotzdem, bis zum Ende hat es niemand herausgefunden. Am letzten Abend, wo alle eigentlich in den Betten liegen sollten, haben sich dann meine Mitschüler dann entschlossen, dass sie alle zusammen in den Club gehen wollen. Natürlich heimlich, weil unser Klassenlehrer hätte uns das niemals erlaubt. Nach der Zimmerkontrolle um 10 Uhr haben sich also alle angefangen fertig zu machen und sind dann in den Club gegangen. Die sind alle aus den Fenstern ausgestiegen, damit niemand merkt bei der Tür von der Rezeption, dass wir weggehen. Finn und ich wollten aber alleine zurückbleiben, deswegen haben wir den anderen Leuten erzählt, wir würden aufpassen und dann halt wieder die Fenster aufmachen, wenn die wieder reinkommen wollen. Niemand hat wirklich hinterfragt, warum wir zum Teufel jetzt alleine zurückbleiben wollten und sind in den Club gegangen. Das heißt, Finn und ich waren ganz alleine von unserer ganzen Klasse da. Eigentlich war es für uns strengstens verboten, dass sich die Jungs und Mädchen bei den Zimmern vertauschen bzw. mischen. Das heißt, es gab ein Mädchenzimmer mit den ganzen Mädchen und ein Jungszimmer mit den ganzen Jungs. Und es war verboten, dass ein Junge ins Mädchenzimmer geht oder ein Mädchen ins Jungszimmer. Da aber niemand da war, bzw. unsere Lehrer auch schlafen gegangen sind, dachten wir zumindest, ist Finn dann ins Mädchenzimmer gekommen und wir haben zusammen im Bett gekuschelt. Es war so schön. An dem Abend hatte ich auch unseren allerersten Kuss und wir haben dann auch angefangen, sehr viel rumzumachen. Und dann plötzlich, Leute, ist es passiert. Unser Lehrer ist einfach reingekommen, um nach den Rechten zu schauen und hat uns dann einfach zusammen im Bett gesehen. Ich hatte nur noch ein BH an und Finn war auch überkörperfrei und ihr müsst wissen, wir waren halt unter der Bettdecke. Das heißt, es sah einfach so aus, als hätten wir ... gehabt, auch wenn wir es gar nicht hatten. Unser Lehrer ist so ausgerastet. Wir haben richtig viel Ärger bekommen, vor allem auch die anderen Leute, weil er herausgefunden hat, dass die alle im Club sind. Und das Allerpeinlichste war einfach, dass er meiner ganzen Klasse erzählt hat, wir hätten ... gehabt und auch meinen Eltern und seinen Eltern.
meine Eltern waren mir zum Glück auch nicht böse, weil ich denen versprochen habe, dass das nicht so ist und es nur so aussah. Aber ich glaube, Finn hat relativ viel Ärger von seinen Eltern bekommen und auch unsere ganze Klasse hat uns danach so aufgelacht und die machen bis heute Witze darüber. Heute kann ich über das Ganze lachen, weil ich immer noch mit Finn zusammen bin und es einfach eine lustige Geschichte ist. Aber trotzdem, damals war mir das Ganze so unangenehm und ich habe so viel geweint. Und dem Lehrer, der uns dabei erwischt hat, konnte ich auch nie wieder in die Augen schauen. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Lilly, ich bin 15 Jahre alt und ich würde dir gerne etwas Schreckliches erzählen, was mir vor 4 Jahren passiert ist. Ich bin damals frisch ins Gymnasium, komme in die Unterstufe und eigentlich war ich mit meiner besten Freundin dort, die ich bereits von der Grundschule kannte. Und ich dachte, ich könnte ihr auch alles anvertrauen. Nach einer Zeit habe ich einen Crush bekommen aus einem Jungen in unserer Klasse und zwar hieß der Max. Es war nicht lieber auf den ersten Blick oder so, aber trotzdem, ich fand ihn immer schon so attraktiv und schließlich nach einem halben Jahr hatte ich so einen Crush auf ihn. Nach einem Jahr habe ich es dann auch meiner besten Freundin endlich erzählt. Eigentlich dachte ich, sie würde sich für mich freuen und mir helfen, dann mit ihm zusammenzukommen. Stattdessen hat sie einfach gesagt, dass der hässlich sei und dass ich nichts mit ihm tun soll. Ich war so enttäuscht von ihr, weil ich auch denke, dass Menschen halt nicht so oberflächlich sein sollten, weil ich mochte ihn ja schließlich wirklich und dass sie dann direkt gesagt hat, er ist bäh. Ich habe trotzdem nicht locker gelassen, habe sie immer wieder gefragt, ob wir vielleicht irgendwie mal zu dritt oder zu viert, was mit seinem besten Freund auch noch, was unternehmen könnten, damit ich ihm einfach näher komme. Und jedes Mal hat sie mich einfach so richtig ekelhaft angeschaut, so nach dem Motto, ew, warum willst du was mit dem machen? Und das Ganze hat mich sehr gebrochen und ich habe mich dann auch immer mehr von ihr distanziert und habe versucht, was mit Max zu machen, aber irgendwie hat das nie wirklich funktioniert. Ich wollte meine beste Freundin aber auch nicht verlieren, vor allem, weil ich sonst auch keine anderen wirklich Freundinnen habe. Deswegen habe ich einfach versucht, meine Gefühle zu unterdrücken und habe einfach nie wieder mit ihr über Max geredet. Und unsere Freundschaft lief auch sehr gut. Eines Tages ist dann aber etwas richtig Schlimmes passiert. Und zwar war ich mit meiner Mutter zusammen beim Supermarkt und auf dem Nachhauseweg habe ich einfach Max und meine beste Freundin gesehen, wie sie Händchen haltend im Park herumgelaufen sind. Mein Herz war einfach so gebrochen, weil ich dachte, sie sei meine beste Freundin und sie wusste ja ganz genau, dass ich einen Crush auf ihn hatte. Direkt habe ich mich von ihr distanziert, ich wollte gar nichts mehr mit ihr zu tun haben und irgendwann habe ich dann auch den Mut gefasst, Max anzusprechen und ich habe ihm alles erzählt. Da stellte sich dann einfach heraus, dass die bereits seit 2 Jahren zusammen waren und meine beste Freundin hatte mir nie irgendwas davon erzählt gehabt. Plötzlich verstand ich auch, warum sie immer so ekelhaft reagiert hatte, als ich gesagt hatte, dass ich ihn mag. Natürlich, es war ja auch ihr Freund, aber warum hatte sie mir nie was davon erzählt gehabt? Im Endeffekt stellte sich dann heraus, dass meine beste Freundin sich für ihn geschämt hatte, also nicht wollte, dass irgendjemand erfährt, dass er ihr Freund ist, deswegen hatte sie es auch nicht mir erzählt gehabt oder irgendjemand anderen aus der Klasse. Sie haben sich dann nach einer Zeit auch getrennt, weil sie Angst hatte, irgendjemand könnte das herausfinden und bis heute habe ich keinen Kontakt mehr mit meiner besten Freundin, weil ich einfach mit so einem Menschen nichts mehr zu tun haben möchte. Ich bin mit Max zwar nie zusammengekommen, aber mittlerweile haben wir eine richtig gute Freundschaft. Wir haben uns besser kennengelernt nach dem Vorfall, weil ich viel mit ihm geredet habe und ihm geholfen habe. Tatsächlich habe ich auch gar keine Gefühle mehr für ihn, aber wir haben eine so schöne Freundschaft, ganz anders als die mit meiner besten Freundin. Und dann habe ich erst realisiert, wie toxisch sie eigentlich war. Was ich euch damit einfach sagen möchte, ist, dass ihr aufpassen solltet, mit was für Leuten ihr befreundet seid, weil nicht immer alle das Beste für euch wollen und dass ihr euch weise eure Freunde aussucht. Das war's eigentlich auch schon mit meinem YouTube-Video. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr auch eine Storytime habt, dann könnt ihr sie mir gerne über Instagram schicken. Vielleicht kriege ich es ja hin, öfters solche Videos zu machen. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Wie fandet ihr dieses Video?